Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Mein Name ist Florian Ibben und an meiner Seite hier, oder beziehungsweise über Zoom zugeschaltet aus Berlin, ist entsprechend der Patrick Posner. Wir möchten heute hier ein Plugin vorstellen, was absoluter Wahnsinn ist. Er hat das vor einigen Jahren entwickelt und es geht, wie ihr schon im Hintergrund seht, um Simply Static Pro. Ganz, ganz abgefahrenes Ding. Wir reden hier von maximaler Performance, also Page Speed, Ladezeit, die Geschwindigkeit der Webseite auf ein absolutes Maximum. Und dann kommt noch der springende Punkt dazu, dass wir die Sicherheit auf nahezu 100% erhöhen können, da wir eine statische Webseite ausspielen. Was das genau bedeutet, wird uns gleich der Patrick gemeinsam mit mir hier zeigen. Wir werden auch so ein bisschen die Insights zeigen, was das Ganze bedeutet und wie ihr eure WordPress-Webseite wirklich auf ein Maximum heben könnt. Plus nochmal, dass ihr gar keine anderen Security-Plugins mehr braucht, weil ihr wirklich hier eine maximale Sicherheit habt. Was dahinter steckt, sagen wir euch jetzt. Vielen Dank erstmal, Patrick, dass du dir Zeit nimmst, um dein Plugin hier vorzustellen. Ja, gerne. Schön, hier zu sein. Unter dem Video, wie immer, findet ihr entsprechend den Link auch zum Plugin. Wir werden auch nochmal weitere Sachen verlinken. Einfach unter das Video gehen in die Videobeschreibung und dort dann entsprechend die Links durchklicken. Simply Static Pro, ich mache jetzt mal ganz kurz die Einleitung. Es geht letztendlich darum, dass ich eine WordPress-Webseite, die ja extrem dynamisch ist. Wir wissen alle, WordPress kann ganz viel. WordPress hat ganz, ganz viele Effekte, ganz viele JavaScript-Sachen, hat super viele Möglichkeiten, Boxen, Layouts etc. Und das Ganze muss natürlich irgendwo geladen werden. Und das ist auch der größte Kritikpunkt, den der WordPress so hat, wenn ich mich nicht mit der Optimierung, mit der Ladezeitoptimierung beschäftige, dass ich einfach eine gewisse Ladezeit habe. Umso komplexer die Seite wird, umso mehr Elemente ich habe, umso länger wird auch die Ladezeit. Und das finden natürlich Nutzer als auch Google nicht so toll. Patrick hat sich dann überlegt, wie kann ich so etwas lösen? Und der Punkt ist einfach, diese Sachen, wenn ich eine Webseite fertig geladen habe, das heißt, ich lade wirklich eine Webseite neu und dann, man sieht es auch schon hier, das waren jetzt, keine Ahnung, eine Zehntelsekunde, aber ich lade eine Webseite und habe ja eigentlich nur ein Bild. Ein Bild mit ein paar Knöpfen, Text, den ich zwar markieren kann, aber im Grunde genommen ist es einfach ein Bild, was ich hoch und runter scrolle, weil es ja durch meine Nutzerinteraktion erstmal nichts passiert. So, wie das Thema mit Formularen etc. ist, kommen wir gleich mal darauf zu sprechen. Aber um es ganz einfach und bildlich zu veranschaulichen, eure Webseite, wie sie aktuell mit WordPress erstellt ist, kann als ein statisches Bild auf Knopfdruck exportiert werden. Und dieses Bild, nennen wir es einfach mal beim Namen, wird dann ausgespielt. Videos etc., wie jetzt hier auch sehen, funktionieren trotzdem. Aber ihr könnt euch vorstellen, anstatt ganz, ganz viele verschiedene Sachen hintereinander wegzuladen, ist einfach, okay, so bitte zeig mir dieses Bild an, deutlich schneller. Und Patrick, vielleicht kannst du kurz technisch sagen, wie das so ein bisschen funktioniert, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, weil letztendlich natürlich haben wir hier kein Bild, was wir exportieren. Ja, klar, gerne. So, ihr könnt euch das am besten vorstellen, wenn ihr an Google denkt. Simply Static funktioniert im Prinzip wie Google. Google hat einen Crawler, geht auf jede einzelne Seite, lädt den Inhalt herunter und interpretiert ihn, um die Rankings zu machen. Simply Static funktioniert sehr ähnlich. Im Hintergrund läuft quasi ein kleines Programm, was auf jede Seite, Unterseite auf eurer Website geht und eine HTML-Kopie davon erstellt. Der große Vorteil an dem Ganzen ist einfach, dass keine Inhalte zum Beispiel mehr aus der Datenbank geholt werden müssen, was den ganzen Prozess natürlich wahnsinnig beschleunigt. Also ihr habt wirklich eine statische HTML-Datei, die dann gespeichert wird und abgerufen wird und sofort da ist, egal ob im Hintergrund irgendwelche Prozesse laufen, egal ob ihr währenddessen Content editiert oder irgendwas tut, die Seite wird immer mit exakt der gleichen Geschwindigkeit ausgeliefert. Genau, also man kann einfach sagen, man hat eine Kopie erstellt seiner Webseite und verliert aber im Hintergrund nicht die Möglichkeiten, weil das bleibt alles komplett gleich, nur der Nutzer, wenn ich das so möchte, bekommt dann eine Seite, die Startseite oder alle Unterseiten entsprechend statisch ausgespielt, wodurch natürlich die Ladezeit enorm, das zeigen wir gleich auch, beschleunigt wird. Der Hauptpunkt ist an der Stelle, was man noch dazu sagen muss, was ich anfangs sagte, wir haben halt maximale Performance und maximale Sicherheit. Wieso Sicherheit, Patrick? Was hat das mit dem Thema Security zu tun? Weil ja ganz viele auch Angst haben, meine Seite wird gehackt und. Wieso sichert mich das ab? Weil ich habe doch im Hintergrund immer noch WordPress. Ja. Also gerade im Hinblick auf die letzten News, die News der letzten zwei Wochen mit Sicherheitslücken in den großen Sicherheitsplugins, die viele von euch vielleicht auch verwenden, ist Simply Static auf jeden Fall einen Blick wert. Ihr habt sozusagen eine 100% sichere Website, wenn ihr dieses Setup benutzt. Warum?
weil die statische Website separat von eurer WordPress-Website funktioniert. Also selbst wenn die WordPress-Website beispielsweise durch irgendeinen Fehler, durch ein Update kaputt geht, ist eure Website für den Besucher nach wie vor unverändert da. Ihr habt also quasi eine automatische Staging-Website sozusagen. Dadurch, durch diese Separierung, gibt es halt auch überhaupt keine Möglichkeit für Hacker oder Spammer, irgendwas mit eurer WordPress-Website zu tun. Es gibt kein Login, es gibt keine Datenbank, die verknüpft ist. Über Formulare können keine Skripte hinterlegt werden, die irgendwelche Änderungen, ungewollte Änderungen an eurer Website vornehmen. Ihr habt halt wirklich, selbst ohne, dass ihr alle Updates jedes Mal mitmacht, eine absolut sichere Website, ohne irgendwelche Kompromisse einzugehen in Sachen Performance, in Sachen Sicherheit natürlich zum einen, aber eben auch in Sachen Editierung von WordPress. Ihr editiert eure Website genauso, wie ihr das vorher gemacht habt und habt durch die statische Konvertierung einfach eine immer funktionierende und absolut sichere Website für eure Besucher. Mhm. Du sagst mir eben im Vorgespräch noch, ich kann dann, wenn ich es nochmal doppelt sicher haben möchte, zusätzlich meine WordPress-Installation mit einem Passwort bestücken. Das hat aber auch wieder keinen Einfluss auf die statische Webseite, weil die wird einfach nach wie vor ganz normal ausgespielt. Genau. Na, ihr könnt die, wenn ihr eure Website, eure WordPress-Website mit einem Passwort schützt, könnt ihr die Zugangsdaten einfach in SimpliStatic eingeben. Damit ist die Website komplett abgeriegelt von außen. Aber SimpliStatic kann sich quasi einloggen auf eurer WordPress-Website, um eben neue statische Kopien zu erstellen. Damit habt ihr das Beste von beiden Welten. Eure WordPress-Website ist komplett sicher. SimpliStatic kann weiterhin Aktualisierungen vornehmen und eure statische Website ist komplett separiert und absolut abgesichert. Super. Gut, jetzt haben wir viel über die Grundthematik gesprochen, aber ich denke, die Zuschauer interessieren sich natürlich jetzt auch dafür, was bedeutet das überhaupt? Und dazu haben wir einfach mal deine Webseite genommen und haben einfach mal geschaut, wie sieht das Ganze aus über Google PageSpeed. Wir können hier, das ist noch ganz wichtig, noch einiges rausholen. Wir haben keine Detailoptimierung gemacht, wir haben einfach mal entsprechend SimpliStatic installiert, haben den Export gemacht und sind halt, wie gesagt, haben die Grundthematiken der Bildkomprimierung, das ist auch noch ein wichtiger Hinweis an der Stelle, dass ihr eure Bilder komprimiert. Da gibt es diverse Plugins zu, die einfach die Bilder runterrechnen und dass ich nicht ein Riesenbild von 2000 Pixel auf der Webseite anzeigen lasse, was eigentlich nur 400 mal 400 Pixel groß sein müsste. Wir haben aber, wie gesagt, jetzt hier einfach mal das laufen lassen, so nenne ich es mal einfach, und haben hier eine Performance von 95. So, das ist natürlich sehr, 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 sehr schnell und macht einfach enorm viel her. Ohne SimpliStatic wären wir wahrscheinlich nur so bei 70, 75 gewesen. So, und das ist schon bei einer relativ gut optimierten Webseite. Wenn wir, und das ist, empfehle ich auch immer, uns die PageSpeed Reports anschauen, dann möchte ich auch das Thema GT Metrics nicht außen vor lassen. Auch dazu Link nochmal in der Videobeschreibung, wo ihr letzten Endes eine viel, viel detailliertere Auswertung nochmal habt. Auch hier sind wir bei der Performance von 95 und das Wichtige ist die Struktur. Obwohl wir hier von einer dynamischen WordPress-Webseite sprechen, liegt bei 97%. Ganz, ganz viele eurer Webseiten werden gerade in der Struktur sehr, sehr weit abgestuft werden, weil wir einfach die Verschachtelung von Elementor, WP Bakery, Beaver, Bilder und Co. haben, die dazu führen, dass ich halt in der Struktur der Webseite immer schlechter im Ranking bin. Man sieht auch hier, dass wir im Prinzip überall grün sind. Wir haben eine enorme Performance, die wir hier hinlegen und wir haben eine sehr, sehr schöne Struktur. Zu sehr technisch möchte ich hier an der Stelle gar nicht werden, aber man sieht einfach, dass wir innerhalb von, im Grunde genommen, von einer Sekunde alles ausspielen und trotzdem werden ja Inhalte geladen. Ich habe das eben als Bild dargestellt, was eine statische Website bedeutet. Technisch wollen wir das gar nicht zu sehr ausweiten, weil es, glaube ich, nicht relevant ist. Fakt ist einfach, eure einzelnen Inhalte werden natürlich noch geladen, aber sie werden statisch hinterlegt und nicht mehr dynamisch aus einer Datenbank immer wieder nachgeladen. Das ist halt der springende Punkt. Und man kann an der Stelle auch nochmal sagen, wir haben eine kleine Demo-Installation vorbereitet, auch Fotografen-Webseiten oder gerade für Fotografen oder bildlastige Webseiten ist natürlich ideal, weil die Bilder nacheinander statisch ausgeliefert werden. Das hat einen riesen, riesengroßen Vorteil und vielleicht können wir an der Stelle, bevor wir hier jetzt oben zeigen, wie das Plugin oder wie einfach das Plugin einzurichten ist, gibt es Anwendungsfälle, wo das besonders gerne genutzt wird, Patrick? Gibt es irgendwelche Bereiche, ich denke gerade auch an Landingpages, Google Ads und Co., die man vielleicht, wo man einzelne Landingpages einer großen Webseite vielleicht nur dafür exportiert? Ja, also gerade Landingpages ist natürlich ein sehr beliebter Anwendungsfall für SimpliStatic, da ihr quasi
zum einen vollständige Exporte von eurer gesamten Seite machen könnt. Ihr könnt aber auch einzelne Unterseiten samt Bildern und allem, was zur Darstellung der Seite notwendig ist, in einem Klick exportieren. Das heißt, ihr habt automatisch sehr, sehr schnelle und komplett sichere AdWords Landing Pages zum Beispiel. Mhm. Ein anderer häufiger Anwendungsfall ist alles, was Bild- und Videolastig ist. Es ist halt heutzutage relativ schwierig, eine performante Website zu haben, wenn ihr wirklich viele Bilder, also Fotografen sind immer ein ideales Beispiel, viele hochauflösende Bilder habt oder auch wenn ihr viele Videos habt. Videos lassen sich auf einem statischen Hosting-Setup super performant darstellen, selbst wenn ihr sie nicht bei YouTube oder Vimeo hochladet. Die meisten statischen Hosting-Dienste können das out of the box und das könnt ihr für euch nutzen. Es ist sehr günstig, es ist sehr schnell. Das ist so ein valider Case. Ansonsten alles, was Richtung Unternehmenswebsite geht, gerade wenn eure Website vielleicht nicht unbedingt den Mittelpunkt eures Unternehmens bildet. Sagen wir, ihr habt eine Unternehmenswebsite und ihr möchtet einfach eine solide Darstellung im Web haben. Ihr habt aber nicht die Zeit, jede Woche euch einzuloggen, alle Updates zu machen, daran rumzuoptimieren und so weiter, dann ist SimpliStatic zum Beispiel eine perfekte Lösung, weil ihr einfach sicher sein könnt, ihr exportiert und ihr habt eine unveränderte, immer mit der gleichen Performance und eine absolut abgesicherte Website, ohne Kompromisse, ohne Updates, ohne dass ihr euch darum aktiv kümmern müsst. Ja, sehr schöne Zusammenfassung. Und du hast noch einen springenden Punkt gesagt, wenn Unternehmen oder wenn die Webseite des Unternehmens nicht im Mittelpunkt des Business darstellt. Natürlich ist eine Webseite wichtig und auch große Unternehmenswebseiten lassen sich hiermit natürlich statisch exportieren. Es geht eher darum, dass man nicht extrem viele dynamische Elemente hat, die natürlich auch funktionieren würden, aber da gibt es gewisse Einschränkungen. Online-Shop ist noch ein Thema, was du bald erweitern wirst, heißt der WooCommerce-Shop wird auch irgendwann damit abbildbar sein. Geht an der Stelle noch nicht, bitte korrigier mich, aber ich weiß, ihr seid da noch in der Beta-Phase drin, ja. Dass das auch irgendwann gehen wird, weil natürlich ein Shop ganz, ganz viele dynamische Daten hat, aber man kann sagen, gefühlt 90-95% aller WordPress-Webseiten können damit exportiert werden, beziehungsweise können als statische Webseite dargestellt werden. Ich möchte hier gerade nochmal auf das Thema SimpliStatic Pro eingehen. Bevor wir wirklich die Einstellungen zeigen, diese Tabelle zeigt es eigentlich ganz schön, wieso man auf jeden Fall die Pro-Version nutzen sollte oder nutzen muss. Denn es geht vor allem darum, dass die Formulare, ein Kontaktformular, dass das auch ausgespielt werden kann und dass man halt die Suche auch nochmal optimieren kann. Wer Mehrsprachigkeit hat, auch das ist ja eigentlich ein dynamisches Element, auch das ist gar kein Problem. Es wird auch letzten Endes, die Multisite wird unterstützt, heißt auch für Leute, die mehrere Webseiten in einer WordPress-Installation haben, können auch hier SimpliStatic nutzen und auch die Kommentarfunktion im Blog ist halt dann auch hier integriert. Und das sind ja alles so dynamische Elemente, die dazu führen, dass man im Grunde genommen sagen könnte, ja, es geht ja statisch nicht, aber Patrick hat es hier möglich gemacht. Und jetzt möchten wir auch endlich einsteigen in das Thema, wie generiere ich denn eine statische Webseite? Das Plugin wird ganz normal installiert über Plugins installieren. Ich habe den Lizenzschlüssel, den trage ich ein von SimpliStatic Pro und dann wird das hier entsprechend freigeschaltet. Ich habe diesen Punkt hier drunter. Ich sehe auch hier schon, Yoast SEO ist auch installiert. Das heißt, für die SEO hat das auch keinen Einfluss, weil natürlich auch diese Daten statisch mit exportiert werden. Und genau, vielleicht ein kurzer Hinweis ja? dazu noch. Ich weiß, dass es mittlerweile unterschiedliche, also jeder mag ein anderes SEO-Plugin. Deswegen haben wir sichergestellt, dass wir alle großen Top-Player quasi unterstützen. Yoast ist hier in dem Fall einfach ein Beispiel, weil es das Gängste ist, aber wenn ihr RankMath-SEO benutzt, wenn ihr All-in-One-SEO benutzt, wenn ihr SEOPress benutzt oder was auch immer, wir haben eine ganze Liste von Kompatibilitäten und der Clou an der Kombination von SEO-Plugins und SimpliStatic ist, dadurch, dass wir fast alle integriert haben, haben wir relativ viele Automatiken drin, beispielsweise XML-Sitemaps. Wenn ihr eine XML-Sitemap habt, dann weiß SimpliStatic das und schaut auch dort zum Beispiel nach, um die URLs zu finden, die dann mit exportiert werden sollen. Ja. Das heißt, ansonsten, genau wie du gesagt hast, alle SEO-Optimierungen werden selbstverständlich genauso wie in WordPress auch auf der statischen Seite wieder gespiegelt, also Meta-Tags und so weiter. Ja,
Sehr gut. Ja, jetzt gehen wir letzten Endes in die Einstellungen und es gibt gar nicht so viele Einstellungen, muss ich an der Stelle sagen, da gibt es viel, viel schlimmere Plugins und vielleicht sagst du uns einfach mal, wir gehen jetzt einfach davon aus, wir haben das frisch installiert, ich komme auf die Einstellungsseite zum Generieren der statischen Webseite und ja, vielleicht magst du gerne einfach die Punkte mal grob durchgehen, was wir dann machen müssten, um den ersten Schritt in eine statische Webseite zu erhalten. Ja, gerne. Es gibt eigentlich nicht allzu viel einzustellen im ersten Moment. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, was wollt ihr machen. Ne? Aber für den einfachsten Fall geht ihr einfach zu Simply Static, Einstellungen allgemein und könnt hier schon mal entscheiden, ob ihr absolute URLs oder relative Pfade benutzen wollt. In 99% der Fälle wollt ihr einfach absolute URLs benutzen. Ihr tauscht sozusagen eure jetzige WordPress-URL gegen die statische URL und WordPress liegt dann zum Beispiel in einem Unterverzeichnis oder auf einer Subdomain. Das könnt ihr hier einfach einstellen, das ist auch schon der Standardwert. Zusätzliche Seiten ausschließen und so weiter, ist alles völlig optional. Wenn ihr werdet wissen, wenn ihr zum Beispiel, ihr habt einen speziellen Ordner, der unbedingt auf der statischen Seite mit rein soll, könnt ihr den einfach hier unten eintragen und das war's. Ne? Mehr müsst ihr gar nicht wissen. Der einzige wichtige Punkt ist noch auf Deployment. Wir bieten ganz unterschiedliche Möglichkeiten des statischen Exports. Und für die Profis unter euch, die werden sicherlich mit sowas wie Amazon AWS und DigitalOcean Spaces was anfangen können. Für den Otto-Normalverbraucher, sage ich mal, ist das einfach nicht relevant. Ne? Ihr braucht das nicht, es ist einfach zu kompliziert. Nutzt einfache Sachen. Nutzt zum Beispiel den lokalen Verzeichnisexport. Wenn ihr hier draufklickt, seht ihr auch, unten ändern sich die Einstellungen live. Wenn ihr nicht wisst, wie euer Pfad zu eurem WordPress, zu eurer WordPress-Installation ist, klickt ihr unten auf den Button und ihr könnt einfach den Pfad kopieren und dann sagen, ich möchte gerne in den Ordner Static exportieren. Das wäre jetzt quasi in eurem Root-Verzeichnis der Ordner Static. Da würden die Dateien abgelegt werden und dann könnt ihr später die URL einfach entsprechend umstellen. Na, ansonsten, man kann hier wahnsinnig viel Zeit investieren, aber ich würde sagen, lokales Verzeichnis ist ein guter erster Start. Simply CDN ist unser eigener Hosting-Service. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, aber es ist im Prinzip eine DSGVO-konforme Lösung, um eure statische Website zu hosten mit ein paar kleinen, netten Extra-Features. Auch TinyHost kann eine gute Lösung sein. Funktioniert ähnlich wie Simply CDN, ist auch sehr, sehr einfach, macht alles automatisch. Aber ansonsten, wie gesagt, lokales Verzeichnis oder selbst ZIP-Datei. Sagen wir, ihr wollt die Seite einfach archivieren, aus Backup-Gründen oder so. Ihr könnt auch einfach das ZIP-Archiv benutzen. Und ihr kriegt einfach einen ZIP-Download-Link, auf den ihr klicken könnt und das war's. Das ist eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Wenn ihr Formulare benutzen wollt, Formulare hier einfach nur die Checkbox anmachen. Mehr gibt es nicht zu konfigurieren. Das war's tatsächlich. Ähnlich ist es bei der Suchfunktion. Suche benutzen, ja, nein. Einen der beiden Suchfunktionen benutzen. Algolia ist ein externer Dienst, der sehr stark konfigurierbar ist. Fuse.js ist der Standard. Das ist quasi die DSGVO-konforme Variante mit einem lokalen Index in eurer WordPress-Installation. Die Voreinstellungen reichen für 99% der Fälle einfach aus. Ihr müsst hier nichts weiter konfigurieren, speichern und das war's. Kommen wir kurz zum eigentlichen Export. Wenn ihr einen Export starten wollt, könnt ihr einfach hier auf den Button klicken. Der wird dann deaktiviert und der Export läuft. Während der Export läuft, werden sich diese beiden Sachen hier live verändern. Das eine ist der Export-Log selber, wo ihr einfach den Fortschritt eures Exports seht. Und hier unten ist der sogenannte Export-Log. Da werden alle Seiten aufgelistet mit dem Status-Code und wo die Seite zum Beispiel gefunden wurde. Wir haben hier zum Beispiel, dadurch, dass wir Yoast installiert haben, auch die automatische Aufnahme der XML-Sitemap. Wenn wir jetzt hier draufklicken, seht ihr schon, der Button wird deaktiviert und hier unten könnt ihr auch jederzeit den Export abbrechen, weil ihr müsst übrigens nicht währenddessen hier warten. Also der Prozess läuft komplett im Hintergrund. Ihr könnt die Seite komplett zumachen, in einer Stunde wiederkommen, je nachdem, wie groß eure Website ist. Und ihr werdet sehen, der Export läuft einfach weiter, ohne dass er aktiv, so ein bisschen wie ihr das vielleicht von Backup-Plugins kennt. Ne? Ihr müsst nicht dabei bleiben, das aktiv beobachten. Manchmal ist das ja ganz nett, aber es ist auf jeden Fall nicht notwendig. Abhängig von eurer Website kann das ein bisschen dauern. Ne? Sagen wir mal, pro 1000 Seiten würde ich schon so 5 Minuten vielleicht einplanen. Wenn ihr jetzt 30.000, 40.000 Seiten habt, kann das halt auch mal eine Stunde oder zwei dauern. Aber wenn ihr so eine große Seite habt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch nicht jeden Tag die komplett runterneuern.
Es gibt unterschiedliche Exportmethoden in SimpliStatic, um das Ganze zu beschleunigen. Ihr macht quasi den kompletten Export einmal und dann gibt es die Möglichkeit, einfach aus Seiten heraus zum Beispiel einen schnellen Export, um mal schnell ein Update zu machen. Oder ihr habt ein paar CSS-Veränderungen vorgenommen. Dann könnt ihr auch einfach nur diese Styles schnell mal pushen, ohne dass ihr wirklich immer einen kompletten Export laufen lassen müsst. Ja. Na? Aber ich sage mal, bei einer normalen Unternehmenswebsite, die vielleicht mal, ich sage jetzt mal, 50 Unterseiten hat und dann vielleicht zwei Sprachen, selber 100 Unterseiten, da ist das relativ schnell machbar, wie man auch hier schon sieht. Das dauert dann 2, 3, 4, vielleicht auch 5 Minuten und dann war es das. Ja, also man muss dazu sagen, die Seite, auf der wir das hier machen, das ist quasi eine dynamische Testlösung. Ne? Das heißt, die ist auch mit minimalen Ressourcenkapazitäten ausgestattet. Wir haben hier sowas wie 256 MB RAM. Die meisten eurer WordPress-Webseiten haben eh schon mehr Power als das, was wir hier gerade zeigen. Ich wollte nur einfach die Demo mit den geringsten Ressourcen machen, um einfach ein realistisches Bild zu geben. Aber ich gebe dir völlig recht, Florian. In den meisten Fällen reden wir wirklich von einem Aufwand von Minuten. Ne? Stunden ist dann doch eher die Ausnahme. Ja. Meistens unter einer Minute absolut kein Problem. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, wo ich hin exportiere. Wenn ich einfach auf meinen eigenen Server exportiere, geht das auch innerhalb von Sekunden, auch wenn die Seite 5000 Unterseiten hat zum Beispiel. Ja, genau. Das muss man einfach sagen. Der Punkt ist vielleicht noch, wenn ich hier nochmal gerade auf das Deployment gehe, wenn ich mir die Sachen anschaue, lokales Verzeichnis bedeutet wirklich, ihr bleibt auf eurem Webhosting. Das heißt, ihr habt zum Beispiel bei, ich mag gar nicht aussprechen, Ionos, Stratos oder Host Europe und Co., habt ihr einfach euer günstiges Webhosting, wo ihr ein paar Euro im Monat zahlt und ihr wollt einfach die statische Webseite ausspielen lassen, damit ihr selbst bei diesem günstigen Hosting eine gute Performance habt, dann könnt ihr das lokale Verzeichnis nutzen und da wird auch der Export entsprechend funktionieren. Aber das Entscheidende ist, ihr könnt theoretisch auch es so machen, dass ihr irgendwo bei United Domains und Co. Eine Domain sichert, eure E-Mail-Adressen dort habt und dann aber auf einen ganz, ganz, ganz günstigen Webhosting-Anbieter oder wie SimpliCDN entsprechend auf einen ressourcenabhängigen Anbieter eure Seite auslagert. Das heißt, ihr zahlt dann, oder bei Amazon AWS ist es ja auch ähnlich so, ihr zahlt dann wirklich nur für die Ressourcen, die ihr verbraucht, so dass ihr vielleicht eine Webseite laufen lassen könnt für 5 € im Jahr. So, und das würde theoretisch gehen, weil letzten Endes diese statische Webseite kaum mehr Ressourcen verbraucht, weil sie extrem schnell ausgeliefert werden kann, weil sie ganz, ganz wenig Dateimenge hat und natürlich auch keine Datenbankanbindung hat etc. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache, um eine Webseite zu exportieren und dadurch natürlich Ressourcen auch zu sparen, weil die eigentliche WordPress-Installation gar nicht mehr groß angepackt wird. Habe ich das richtig zusammengefasst? Vollkommen korrekt, ja. Ich würde auch immer dazu raten, wenn ihr wirklich, sagen wir, ihr seid Agenturinhaber oder ihr seid Freelancer oder ihr seid vielleicht auch einfach Unternehmensinhaber mit mehreren Websites, desto mehr Websites ihr habt, desto mehr lohnt es sich, eben einen solchen Hosting-Dienst zu benutzen, weil das Preisgefüge wahnsinnig, also desto mehr Seiten ihr habt, desto günstiger wird das Ganze. Ne? Wenn ihr dann 10 Websites hostet für 1 € im Jahr, macht das halt schon einen Unterschied, als wenn ihr zu einem dieser beliebten WordPress-Premium-Anbieter geht, wo eine Seite pro Monat einfach 25 € oder mehr kostet, weil es ja so technisch optimiert ist. Das macht schon einen großen Unterschied. Ne? Von daher kann ich da auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr vielleicht nur eine Seite habt oder gerade startet, nutzt ruhig das lokale Verzeichnis als Export, um es einfach zu machen, um es vielleicht auch erstmal zu testen. Ne? Aber wenn ihr ernsthaft darüber nachdenkt, Static in euer Toolkit sozusagen mit aufzunehmen, dann würde ich sagen, setzt euch mit einem der statischen Provider auseinander. Die sind auch nicht besonders kompliziert und SimpliStatic nimmt euch wirklich alle technischen Hürden ab. Also ja. Ihr müsst auch überhaupt zum Beispiel nicht wissen, wie GitHub funktioniert oder was das überhaupt ist, um GitHub zu benutzen. Das Einzige, was ihr braucht, ist einmalig ein Sicherheitsschlüssel. Den könnt ihr im Konto kostenlos kopieren. Und das ist es. Alles andere macht SimpliStatic für euch. Das Repository erstellen, Dateien updaten, woanders hin deployen. Ihr müsst überhaupt kein technisches Know-how dafür haben. Ihr stellt das einmal einfach. Ja, es ist sehr, sehr einfach. Es ist eine einfache Lizenzverknüpfung und gut ist. Und vielleicht an der Stelle nochmal, weil ich vor allem ja immer All Angle favorisiere, auch da gerne nochmal einen Link in der Videobeschreibung, wenn wir uns die Webhosting-Pakete anschauen.
könnte ich theoretisch sogar auf diese 7,95-Paket gehen, weil ich dann die SSL-Verschlüsselung mit dabei habe und wäre hier wirklich maximal günstig, obwohl ich eine große Unternehmenswebseite habe. Und das würde theoretisch ausreichen, weil ich einfach die statische Webseite ausspiele und ich keine große Performance benötige. Abschließend wollen wir noch unbedingt auf das Thema SimpliCDN, wo wir jetzt ja kurz angerissen haben, eingehen. Erzähl mal ganz kurz, was SimpliCDN wirklich ist. SimpliCDN ist ein statischer Hosting-Dienst, wo die Server hier in Deutschland stehen. Wir haben auch alles, was ihr üblicherweise von einem Hoster erwarten würdet, von AV-Verträgen bis diesem ganzen datenschutzkonformen Unterlagen und so weiter. Alles, was ihr irgendwie wissen wollt, haben wir da. Auf Anfrage liefern wir es auch aus. Wir sind halt standardmäßig immer auf Englisch unterwegs, aber natürlich Support gibt es auch komplett auf Deutsch. Es sind auch mehrere Leute, die rundum dafür sorgen, dass alles rund läuft. Die generelle Idee von SimpliCDN ist, dass ihr einen statischen Hosting-Dienst habt, wo ihr wirklich eure Website drauf laufen lassen könnt, ohne dass ihr euch allzu viel in einem fremden Backend bewegen müsst. Ihr könnt das theoretisch komplett aus dem Simply Static Plugin steuern, Domains ändern, den Cache löschen, ein neues Projekt anlegen und so weiter. Geht alles aus dem Simply Static Plugin. Ihr könnt aber dennoch unser Dashboard benutzen, um einfach so einen generellen Überblick über alle eure Websites zu haben oder um vielleicht auch mal eine neue anzulegen und so weiter. Na, das alles liefert SimpliCDN. SimpliCDN hat auch einiges an Features zu bieten, die einfach euch das Leben leichter machen. Wir haben zum Beispiel sowas wie einen SMTP-Server, einen eigenen, der sicherstellt, dass wenn ein Kontaktformular beispielsweise auf eurer statischen Website ausgefüllt wird und abgesendet wird, dass die Übertragung in euer E-Mail-Postfach immer über einen SSL-verschlüsselten SMTP-Server läuft. Ihr braucht also theoretisch keinen eigenen SMTP-Server und auch kein SMTP-Plugin, weil SimpliCDN das für euch regelt. Na, außerdem gibt es natürlich viele Performance-Optimierungen, die out of the box mitkommen. Wir kümmern uns um Caching, Minifizierung der Dateien. Optional bieten wir auch sowas wie Bildoptimierung an. Also ihr könnt natürlich ein Plugin nutzen wie EWW oder Imagify. Ihr könnt das aber auch SimpliCDN regeln lassen. Wir optimieren und komprimieren die Bilder automatisch während des statischen Exports, sodass ihr euch da um überhaupt gar nichts mehr kümmern müsst. Das Pricing, heißt, ein Rundum-Sorglos-Paket kann man eigentlich genau, schon sagen. Ja. Ne? Beim Pricing, finde ich, sind wir auch sehr fair, da wir nicht limitieren die Menge an Websites, die ihr habt, sondern wir machen es ganz einfach. Ihr zahlt quasi nur den Speicherplatz. Ne? Und wir haben da drei unterschiedliche Varianten, beziehungsweise im Moment zwei. Wenn wir mal ein Stück runterscrollen hier ans Ende der Seite, dann seht ihr auch, könnt ihr euch eine Vorstellung machen, wie das Pricing so aussieht. Ne? Wir haben den Starterplan, der absolut ausreicht für zahlreiche Websites. Wenn ihr mal schaut, im Durchschnitt ist so eine statische Website um die 200 MB, wenn es eine größere Website mit ein paar Bildern ist, groß. Ne? Also könnt ihr schon sehen, selbst mit dem Starterplan könnt ihr einiges an Websites darauf laufen lassen. Der Businessplan bietet halt einfach noch ein bisschen mehr Speicher. SSL-Zertifikate sind selbstverständlich immer mit dabei. Also es ist auch etwas, um das ihr euch überhaupt nicht kümmern müsst, auch nicht um die Verlängerung und so weiter. Das regeln alles wir. Ne? Es gibt im Moment, wir arbeiten im Moment ein bisschen an dem Enterprise-Paket. Teile davon werden auch in den Businessplan kommen. Das meiste davon werdet ihr nicht brauchen. Ganz interessant ist vielleicht dieser White-Label-Aspekt, dass ihr quasi euer eigenes Logo hinsetzen könnt und die Leute, wenn sie sich einloggen, euer Logo sehen und ihre Seite managen können. Ansonsten, wir stellen temporäre Domains zur Verfügung und ihr könnt aber selbstverständlich auch jetzt schon eure eigene Domain dafür setzen. Überhaupt gar kein Problem. Der Support, wie gesagt, ist rund um die Uhr besetzt. Habt ihr irgendein Problem, kommt einfach vorbei, stellt eure Fragen. Wir haben auch sehr technischen Support, also ihr habt nicht dieses typische, haben sie ihre Website schon an- und ausgeschalten, sondern da sitzen wirklich Softwareentwickler und Serveradministratoren im Support, die euch auch bei den absoluten nerdigsten technischen Fragen helfen können und euch auch alles erklären von Domains, wie stelle ich das ein, was muss ich ändern, wie funktioniert das Ganze statisch. Also von Anfänger wirklich bis zum professionellen Nutzer. Wir reden hier halt schon von einem erweiterten Dienst und dieses Video geht natürlich auch schon an Nutzer, die so ein bisschen
erweiterte Bediener sind, die sagen, ich möchte PageSpeed haben, ich möchte Sicherheit haben, aber alles, was ich auf dem Markt finde, bringt mich jetzt nicht so weiter. Ich soll das Webhosting wechseln, ich brauche die Sachen, ich muss das wieder kaufen, das machen, das machen. Und letztendlich ist SimpliStatic hier zusammen mit SimpliCDN eine sehr, sehr schöne Lösung, um einfach Prozesse zu vereinfachen, um sehr, sehr viel von der eigentlichen notwendigen Arbeit abgenommen zu bekommen und das halt für wirklich sehr, sehr wenig Geld, plus dass ich halt Sicherheit und Performance bis zu 100% hier mit erhalte. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Ja, ein Punkt, auf den wir vielleicht noch kurz, also nicht allzu lange, wirklich kurz eingehen können, ist tatsächlich die Kostenersparnis. Wir haben jetzt natürlich SimpliStatic Pro gezeigt, wir haben SimpliCDN gezeigt. Klar kostet das Geld, aber ich stelle mal eine sehr einfache Rechnung an, um den Leuten so ein bisschen den Kontext zu geben. Rechnet einfach mal die Kosten für euer Caching-Plugin, nehmen wir zum Beispiel WP Rocket, die Kosten für euer Sicherheits-Plugin, vielleicht WordFence oder iTheme Security oder was auch immer ihr benutzt, und euer Hosting zusammen aufs Jahr und dann vergleicht das mit SimpliStatic und SimpliCDN und ihr werdet locker mindestens 75% der Kosten einsparen können und habt auch einfach nicht so viele Plugins zum Beispiel, um die ihr euch kümmern müsst. Also nicht für für jeden Aspekt ein extra Plugin. Ja, plus die Sicherheit, klar. Ich meine, auch so Sachen wie WordFence in der Pro-Version kostet halt eine riesige Menge an Geld pro Jahr und hilft einfach überhaupt nicht. Und das ist einfach in SimpliStatic und in diesem ganzen Static-Setup schon für euch geregelt. Ich meine, WordFence müsst ihr selber konfigurieren und dann seid ihr euch immer noch nicht sicher, ob das wirklich funktioniert. Bei SimpliStatic müsst ihr gar nichts konfigurieren und habt die Sicherheit out of the box. Genau, das ist eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung, wie man einfach sagen kann, dass dieses Interview euch dazu bewegen soll, dass ihr einfach sagt, mit eurer WordPress-Webseite gehe ich jetzt den Schritt in Richtung Sicherheit und Performance und das mit einem Tool, was euch wirklich weiterbringt. Und deswegen ist das auch eine Sache, die wir sehr, sehr, sehr gerne einsetzen, weil wir auch natürlich als Dienstleister, als Agentur oder ich vor allem als auch Berater natürlich das Bestmögliche rausholen möchte. Und das Bestmögliche ist halt nun mal nicht mehr nur, ich mache ein bisschen WP Rocket, ich mache ein bisschen Security Plugin, ich sichere eine HTTPS-Datei ab, sondern es gibt hier Lösungen, die alles kombinieren, die deutlich besser sind. Plus, dass ich halt meine normale Infrastruktur auch schon runter reduzieren kann. Wir freuen uns auf jeden Fall maximal darauf, wenn du dich auch für SimpliStatic oder auch in Kombination mit SimpliCDN entscheidest. Test es einfach mal aus und schau, wie deine Webseite performt. Wichtig, mach vorher PageSpeed und GTmetrics Report. Links, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und guck mal, wie schnell deine Seite danach geworden ist. Und ich würde das wirklich begeistern. Plus das Thema Sicherheit, wo du halt einfach dann das Maximum aus deiner aktuellen Webseite rausholst und für wirklich, wirklich wenig Geld. Das soll es von uns gewesen sein. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank, Patrick. Und wenn Fragen sind, sicherlich kann man dich auch mal entsprechend anschreiben über deine Webseite, über die SimpliStatic-Webseite, wenn noch die ein oder andere Frage ist. Natürlich auch gerne in die Videokommentare. Und dann würde ich einfach sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank, Patrick. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Zeit. Super. Und dann viel Spaß vor allem mit SimpliStatic.